Hey Leute, hier ist der Andi von Webkompakt hier aus Seoul in Südkorea. Ich bin gerade in meinem Office hier in Yeouido. Mich haben Leute gefragt, hör mal Andi, kann man irgendwie schnell und fix mit Affiliate Marketing Geld verdienen? Und ja, ich sehe, ja, es gibt eine Methode. Also es ist nicht mein Geheimnis, aber wird auch praktiziert von einem Marketer und die funktioniert auch ganz gut. Und die will ich euch heute zeigen, okay? Gehen wir also direkt an den PC, der steht da drüben. So, und die Methode, die wir anwenden, ist relativ simpel. Wir werden nicht Clickbank, Commission Junction oder irgendeiner der anderen Partnerprogrammplattformen benutzen, sondern wir versuchen, einen Softwareanbieter oder mehrere Softwareanbieter zu finden, die ihre eigenen Partnerprogramme betreiben, also selbstständig betreiben, ohne irgendwelche Plattformen. Und da kann man einfach bei Google einfach suchen oder wir gehen auf die Seite Capterra. Die benutze ich gerne. Da gibt es nämlich unglaublich viele Software-Companies, die hier in diesem riesigen Archiv von Capterra vertreten sind. Schau mal, wenn wir hier auf Software-Kategorien klicken, da öffnet sich dann hier eine wahnsinnig lange Kategorienliste. Schau mal hier, wenn ich rechts diesen Scrollhebel runterziehe. Aber das sind ja hunderte also von Kategorien und in jeder Einzelkategorie sind dann wieder zig von Firmen drin. Also, ja, ihr werdet mich jetzt fragen, aber Andi, was ist das für ein Mist? Wie soll ich mich da jetzt hinsetzen und stundenlang suchen? Ja, eventuell ja. Also, ich, wie gesagt, also ohne Arbeit geht's nicht. Aber ihr könnt auch sagen, ich bin in der und der Nische vertreten, also momentan schon irgendwie tätig, dann schauen wir mal. Hier gibt es ganz viele Kategorien. Wenn ich ja mal von oben runter scroll. Ja, was haben wir denn hier? All-in-One-Marketing-Plattform. Klicken wir doch da mal drauf. Das ist eine richtig eine typische Kategorie. Marketing, Online-Marketing. Ja, da stützen sich sowieso gerade alle drauf wegen Corona. Und da gibt es bestimmt viele Plattformen, die wir da benutzen können. Schauen wir, wir würden jetzt einfach hergehen und alle Einträge mal ein bisschen untersuchen. Jeden Eintrag in einem extra Tab aufmachen in einem Browser und schauen, ob sie Programme anbieten, irgendwie auf der Webseite. Ich habe das schon mal getan und ich bin bei Sharpspring bin ich fündig geworden. Die haben ein Programm, affiliates.sharpspring.com, sign up, wenn man da klickt und dann kann man hier Sachen eintragen und dann geht man hier unten auf Agree und hier schon mal Terms and Conditions, da würde ich jetzt mal draufklicken und einfach mal schauen. Ja, so, und hier auf dieser Terms and Conditions Seite wollen wir mal ein bisschen durchschauen nach ein paar Keywords. Wir wollen also schauen, ob wir wollen uns einen ganzen Text durchlesen. Wir geben einfach Ctrl F ein und hupsala, bist du noch da? Ctrl F. Na, da sind wir. Dann mal kurz, ich muss es ein bisschen runterziehen. Und da geben wir jetzt zum Beispiel Keyword ein. Da ist nichts da. Wir gucken mal, wir suchen mal nach. Bit für 4-Bit ist nur da. Oder wir schauen mal nach dem Wort Search. Gibt es auch nicht. Wir gucken nach Google. Gibt es auch nicht. Oder nach Bing. Auch nicht. Nach AdWords. Auch nicht. Oder auch das Wort Branded. Schauen wir mal. Also wir sind hier schon ganz gut auf der sicheren Seite. So, also wie gesagt, das sieht ganz gut aus. Wir finden das hier nicht. Natürlich, wenn wir ganz sicher gehen wollen, würden wir jetzt die Company anschreiben und würden dann unsere Methode vorstellen und sagen, ist das okay für euch, wenn wir das nach dieser Methode betreiben? Und wenn die dann sagen, ja, wenn du möchtest, mach das, dann bist du natürlich auf der sicheren Seite. Ja, also wie gesagt, wenn ihr sich ganz sicher sein wollt, die Company nochmal anschreiben. Und was wir als nächstes machen, wir gehen auf Google und schauen wir mal, was unter Sharpspring uns der gute Google hier anzeigt. So, das sieht ganz gut aus hier. Wir haben eine Ad von Zapier und ansonsten haben wir eigentlich keine Ads mehr. Das ist schon mal ganz gut. Wie gesagt, also nochmal nachchecken, ob die Methode auch
okay geht für die Company Sharpspring, wenn wir das machen wollen. So, und der zweite Step ist recht einfach. Der zweite Schritt, wir füllen einfach unsere Daten hier rein und bestätigen alles und schicken es einfach ab. Hier noch beides mal ankreuzen und melden uns dann quasi an. Und nach der Anmeldung haben wir dann die Möglichkeit, uns dort einzuloggen und dann unser Affiliate-Material zu bekommen, also wie zum Beispiel den Link. Das ist eigentlich auch schon alles. So, was wir jetzt machen, wir loggen uns einfach auf Google Ads ein. Also ihr müsst einfach auf ads.google gehen. .com natürlich. Upsala, sorry. So, und ja, ich bin in Korea, das erkennt das System. Natürlich fragt ihr mich dann nach meinem koreanischen Login. Hier klickt ihr einfach auf Login, oder wenn ihr noch keinen Google-Account habt, also wenn ihr noch kein Login gemacht habt oder auch noch keinen Google Ads geschaltet habt, dann geht ihr auf den blauen Schalter und meldet euch einfach an. Wenn ihr sogar nicht mal einen Google-Account habt, müsst ihr das natürlich auch noch vorher erledigen. Aber das ist kein großes Ding. Und dann sind wir hier auf der Seite. Und ja, so sieht das dann erstmal aus. Ja? Was wir jetzt als nächstes machen, wir gehen nochmal schauen, wie wie hieß es gleich nochmal? Ja, unser Sharpspring vertreten ist hier online technisch. Und klicken wir drauf. Nein, danke. Ja, hier gibt es, vorhin war noch eine Ad hier, jetzt gibt es gar keine Ad mehr. Aber ihr seht schon, es gibt gar keine Ads zum Thema Sharpspring, sondern einfach nur Suchergebnisse. Das ist ganz gut. Das bedeutet also, Sharpspring selbst schaltet gar keine Ads auf Google für sich selber. Das wäre auch Quatsch, wenn die dann welche hätten. Also wenn du jetzt eine Firma hast, wo du eigene Ads siehst in eigener Sache, dann würdest du natürlich ein bisschen Schwierigkeit haben mit der Methode. Also du würdest ja natürlich jetzt nicht Ads für die Firma Sharpspring schalten und würdest ja in direkten Wettbewerb treten mit der Firma. Das ist natürlich Quatsch. Aber hier, wir sind ganz, sieht ganz gut aus. Die Firma Sharpspring hat keine eigenen Ads geschaltet. Zumindest poppen die hier nicht auf. Und das heißt, wir können eigentlich jetzt mit unserer Methode fortsetzen und eben halt eine Werbung schalten auf Google Ads für die Firma Sharpspring. Machen wir das doch jetzt mal. Ja, also wie gesagt, wir haben hier keine Ads. Das Schöne ist natürlich hier, wir machen jetzt natürlich Werbung für Sharpspring und wir können sogar eigentlich den Werbetext von hier direkt benutzen. Könnte ja auch eine Ad sein. Wir können einfach das hier nehmen und Werbung schalten. Wunderbar. Also machen wir das doch mal. Wir gehen also rüber zu unserem Google Ads Account, klicken Zugriff auf Webseite und dann klicken wir auf Suchen, weil darum geht es ja. Und hier kannst du irgendeine Webseite reingeben, deine eigene oder auch die von Sharpspring. Ich gebe einfach mal .com ein. Ja, und dann gehen wir hier weiter. Klicken wir hier weiter. So, hier geben wir mal natürlich jetzt Name ein für die Kampagne. Die nehmen wir natürlich Sharpspring. Wird wohl das Beste sein, dass wir es so nennen. Und hier beim Werbenetzwerk wählen wir natürlich nur das Suchnetzwerk aus und Display-Netzwerk wollen wir nicht. Deswegen klicken wir das hier an. So. Bei Ausrichtung und Zielgruppen, Südkorea machen wir natürlich nicht. Jetzt müssten wir hier überlegen, kannst du überlegen, wo machst du die Werbung, ne? Und auch wie viel Budget hast du für die Werbung. Du kannst natürlich weltweit machen, aber dann gibt es natürlich viel, viel mehr Geld aus, als wenn du zielorientiert bist. Die Firma ist auch in Deutschland aktiv, haben wir ja schon gerade gesehen, dass sie eine deutsche Webseite haben. Auf jeden Fall, wenn du klein bleiben möchtest oder je nachdem, welche Firma du dir ausgesucht hast, guckst halt dann, dass du dann nur in dem Land bist, wo auch die Firma aktiv ist, zum Beispiel Amerika oder halt zum Beispiel Deutschland, und wählst dann halt eben den Standpunkt aus.
Ne? Das hier Standortoption benutzen. Und natürlich dann benutzt du, wählst du natürlich nur diese Leute, die dort wohnen und sich nicht dafür interessieren, sondern musst sie irgendwie damit eine Verbindung haben. Aber auch je nachdem, was du aussuchst. Ne? Es kann auch sein, dass das andere nützlich ist. Da musst du halt ein bisschen lesen, was hier steht. Und ja, dann machen wir das. Dann die Sprache nimmst du natürlich Englisch, wenn du für Englisch da bist, wenn du für englische Werbung machst, ne, für einen englischen Betrieb oder für Deutsch halt dann, wenn du es für Deutsch machst. Ich glaube, das ist hier eigentlich eine englische Hauptseite. Ne? Und dann bleiben wir erstmal bei Englisch. Hier kannst du natürlich eingeben, das hat er jetzt automatisch One genommen, weil ich halt hier in Korea bin. Würdest du einfach 5 Dollar eingeben. Ach, hier kann man sogar kann man die Währung ändern. Naja, ist ja auch nicht schlecht. Aber das ist eigentlich jetzt auch egal. Also ich bleibe mal bei One. 5 Dollar oder 10 Dollar, was du am Tag ausgeben möchtest, gibst du ja dann einfach an. Und Gebote machst du natürlich erstmal nur auf Klicks. Für andere Strategien können wir dann ein späteres Video machen. So, bei den Anzeigenerweiterungen haben wir hier zum Beispiel diese Sidelink-Erweiterungen oder Sidelink-Extensions. Das ist ehrlich gesagt, wenn du hier auf der Seite bist, das hier, was Google dann hier anzeigt. Ne? Das ist die Hauptseite und das sind die Sidelink-Extensions. Bist du denn nochmal gerade? Upsala. Ah, so, jetzt sind wir wieder zurück. Das brauchen wir uns aber eigentlich nicht zu interessieren, das lassen wir einfach. Und genau, dann gehen wir einfach weiter. So, hier geben wir der Anzeigengruppe einfach einen Namen. Wir können natürlich mehrere Anzeigengruppen haben, aber wir werden ja nur eine haben, deswegen nehmen wir die einfach mal nur Main oder auf Deutsch Hauptanzeigengruppe. Ich glaube, ich habe gerade hier das falsch vergetippt. So, hier machen wir, wir wollen keine Keywords von unserer Webseite und wir wollen auch keine Keywords, die hier stehen. Die löschen wir alle. Wir wollen unsere eigenen Keywords haben. Und jetzt passt aber auf, wenn ihr das hier falsch macht, könnt ihr auch ziemlich viel Geld verbraten. Also ist ganz wichtig, dass ihr hier beim Keyword erstellen, also das richtig ansetzt, damit wirklich nur für euch relevante Sachen gezeigt werden und auch angeklickt werden, wenn ihr dafür dann auch nur Geld bezahlt. Sonst könnt ihr hier richtig Geld aus dem Fenster schmeißen. Okay? Also. So, jetzt ist ganz wichtig. Wir geben hier unser Keyword Sharp Spring, geben wir nicht nur einfach so ein. Machen wir hier noch eins weiter. Sharp Spring. Sondern wir müssen dieses Keyword in eckige Klammern setzen. Wenn wir das nicht machen, dann wird dieses Keyword bei zehntausenden anderen Gelegenheiten angezeigt und die Leute klicken das eventuell an, obwohl sie gar nichts mit diesem Produkt Sharpspring zu tun haben, was sie gerade suchen, irgendwie. Also vorsichtig sein damit. Das muss also wirklich in diesen eckigen Klammern sein. Ihr könnt ja noch zum Beispiel Sharpspring Review kannst du hier noch einfügen oder was weiß ich. Also, aber du machst auf jeden Fall in diese eckigen Klammern. Und dann bist du auf der sicheren Seite, weil dann wird das nur angezeigt, das Keyword in dieser eigenen passenden Form. Ne? Hier unten steht ja auch nochmal die Erklärung. Weitgehend passend, wenn du gar nichts machst und passende Keyword in Anführungszeichen und absolut identisch. Das muss also genau so eingegeben sein. Ne? Nochmal ein kleines S. Okay, also soweit zu dem Thema Keyword. Wie gesagt, ist das wirklich beachten, ja? So, also wenn wir das dann gemacht haben, dann müssen wir wieder speichern und fortfahren. Und jetzt wird es natürlich Zeit, dass wir eine Anzeige erstellen, ja? Und ja, das machen wir jetzt mal. So, das erste, was wir machen, hier bei Finale URL,
Da geben wir unseren Affiliate-Link ein. Also quasi den, den wir von der Company bekommen haben. Das ist ja dann wahrscheinlich die Domain. company.com/tralala/ und dann vielleicht zum Beispiel dein Login-Name, dein Username in irgendeiner Form mit einem Fragezeichen drin. So sehen die Dinger ja immer aus. Sie sehen sich ja alle ähnlich. Den fügen wir dann hier ein. Okay. Danach gehen wir auf angezeigte URL webkompakt.com. Das lassen wir frei. Das brauchen wir nicht angeben. Das machen wir erstmal weg. Genau, und dann mein Upsala. Mein Affiliate.link. Okay, so sieht das aus. Okay, na, das wäre dann also quasi die Webseite. Und dann fangen wir das an, hier uns die Anzeige, die hier unten steht, zu gestalten. So, als ersten Anzeigetitel nehmen wir natürlich Sharpspring. Upsala. So, und den pinnen wir auch gleich direkt mal an, weil wir wollen, dass der auf jeden Fall immer, diese also beliebig nicht angepinnter Person, nein, wir wollen, dass er immer an der ersten Person, ersten Position gepinnt ist. Wir wollen nicht, dass bei jedem Mal, wenn Google die Anzeige anzeigt, dass das gemixt wird. Das ist ganz, manchmal ganz praktisch, um zu sehen, was besser konvertiert. Aber in dem Fall wollen wir natürlich, dass Sharpspring auf jeden Fall als erstes dasteht. Hier hat er mal irgendwie, wegen meiner Webagentur, hat er da irgendwie ein paar Sachen reingefummelt. Jetzt gehen wir mal nochmal rüber zu Sharpspring. Das sieht natürlich hier nicht so toll aus. Können wir mal die amerikanische Seite. .com. Ja, wenn ich so mache. Ah, genau. Also auf der deutschen hat jetzt gerade nicht viel angezeigt. Dann nehmen wir einfach mal, das sieht doch schon mal gut aus. Simple, affordable, powerful marketing. Das gehen wir mal hier ein. Simple, affordable, powerful. Marketing. Gehen wir das einfach ein. Was steht da noch? Genau. Oh, dann haben wir hier. Kopieren wir einfach mal. Also hier können wir das noch vielleicht ein bisschen aufteilen, muss aber nicht sein, das langt schon. Und hier, das können wir eigentlich lassen. Ja, hier, er hat da schon was eingefügt automatisch, das ist ja wunderbar. Wunderbar, ja, können wir das da einfach mal lassen. Also wie gesagt, wenn man hier es nicht anpinnt, dann springt die Anzeige rum. Ne? Mehr erfahren, effektive Internetmarketing von Profis. Individuelle Strategien. Ja? Ist ja wunderbar. Ja, das hat gerade selber rausgesucht. Anyway, wenn wir fertig sind, können wir einfach hierher gehen und speichern und fortfahren klicken. Ja, und dann, wenn ihr zum Beispiel URL-Optionen für Anzeigen, ihr könnt hier zum Beispiel einen Tracking-Link einfügen, aber das machen wir jetzt heute nicht. Also wenn ihr das machen wollt, würde ich euch empfehlen, geht mal zu clickmagic.com, signed dann Account ab. Ihr könnt da unten meinen Affiliate-Link benutzen dafür. Ich mache mal an anderer Stelle ein Tutorial dazu. Das ist ganz toll, also es ist ein super Ding. Geht mal rein, es ist auch auf Deutsch da kann man dann lesen, wie das funktioniert. Und genau, also es ist wirklich toll, auch für eure Clickbank-Programme und Affiliate-Promotions macht ihr das auch. Das könnt ihr dann hier einfügen, aber das lasse ich jetzt mal, das überspringe ich. Ist ja nicht unbedingt nötig. Und dann klicke ich auf Speichern und Fortfahren. So sieht das nachher aus. Hier, der Link ist natürlich jetzt falsch. Meistens gibt es ja eine Beschwerde, ne? Mein Affiliate-Link. Was ihr noch machen müsst, das wird auf jeden Fall kein Problem. Ich habe ja jetzt irgendwas hier reingesetzt. Das wird auf jeden Fall kein Problem sein. HTTPS habe ich noch vergessen. Ja, dann machen wir das doch mal. HTTPS.
Aber jetzt wird kommen, dass die Seite nicht existiert. Ich habe nämlich irgendwas reingetippt. Oh, vielleicht existiert es doch. Naja, perfekt. Wunderbar. So, vielleicht noch vorher mal bei nochmal speichern und fortfahren. Genau. So, hier mal bei Kampagne auswählen. Und ich warte mal kurz. Gerade bin ich am Hängen, bleibe ich hier hängen, hier ist irgendwas. Dann gucken wir doch mal, was er uns anzeigt. Wir empfehlen ihn. Ah, hier. Hier bin ich zu lang. So. Jetzt ist es richtig. Das war gerade zu lang. Okay. Jetzt müsste es eigentlich klappen. Ja. Wunderbar. Okay, ich gehe noch mal, warte mal kurz. Ah, jetzt sind wir hier, unsere Zahlungsinformationen bestätigen. Ja, das ist natürlich wichtig. Also im Grunde genommen müsst ihr jetzt nur noch wenn ihr das noch nicht angegeben habt, eure Zahlungsinformationen eingeben, also sprich, wie du das bezahlen möchtest. Und vielleicht auch noch mal bei dem Tagesangebot, Einführungsangebot, nee, dann nicht das da, warte mal kurz. Ah, hier weiter unten. Lass ich mal noch kurz. Ich muss hier mal kurz noch ein paar Zahlungsinformationen überarbeiten. Aber im Grunde genommen ist es dann auch so, wenn man hier weiter runter scrollt, dann ist man auf der guten Seite. So, und wenn ihr dann quasi alles eingerichtet habt, dann sieht es ungefähr so aus. Jetzt habe ich eine Sache vergessen. Gehen wir mal auf Einstellungen. Ja, das sollte man auf jeden Fall machen. Auf Einstellungen gehen. Upsala. Und dann hier bei Gebote, Klicks maximieren für diese Kampagne. Da haben wir nichts mehr festgelegt. Das heißt, Google setzt es einfach so selbst frei fest. Also wenn Google sagt, also hier für dein Keyword musst du 4 Euro bezahlen und dann, wenn du das hier frei lässt, dann macht er das einfach so. Das setzt er erstmal, weil du hast ein Tageshöchstgebot hier bei 5 Euro oder 5 Dollar, je nachdem. Und dann macht dann Google einfach das so, wie das möchte. Und das machen wir natürlich nicht. Wir klicken hier drauf und legen dann ein maximales Gebot fest, zum Beispiel für 1 Dollar, ich sag mal 1000 koreanische Won, und das speichern wir dann noch. So, das hatte ich vorhin vergessen noch zu erwähnen. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ihr müsst einfach nur noch abwarten, was passiert, wie eure Anzeige verteilt wird und ob dann wirklich auch Leute draufklicken, eventuell dann auch Verkäufe generieren. Und ja, im Grunde genommen ist es das auch schon. Nächste Woche versuche ich mal ein Video hochzuladen, das vielleicht doch die Methode auf Clickbank-Produkte anwenden kann, in einer gewissen Weise. Ja, muss man ein bisschen was abändern, aber eventuell geht das auch. Okay, ansonsten bitte ich euch natürlich, dass ihr ein Abo dalasst, dass ihr den Like-Button klickt, sodass der YouTube-Algorithmus weiß, dass meine Videos nicht so schlecht sind. Und ja, und natürlich auch auf das Notification-Glöckchen drücken, damit es bei euch klingelt, wenn ich wieder was hochlade. Ich wünsche euch was. Bis bald. Schöne Grüße an euch alle.